Willkommen zurück in der virtuellen Realität. Mein Name ist Thomas und ihr schaut voodoo.de VR. Heute habe ich einen Benchmark für euch vorbereitet und zwar, guckt euch das feine Ding mal an. Das ist eine RTX 3090 von MSI Ventus 3X. Ja, und ihr seht auch schon, das ist meine Mordsmörderkanone. Das Ding ist so schwer, da kannst du Armtraining mitmachen. Unfassbar. Ich habe noch nie so ein fettes Ding gesehen. Und das werde ich für euch benchmarken mit den Spielen, die ihr mir empfohlen habt. Ich habe das ja vor dem Video gefragt, welche Spiele ihr gerne sehen wollt. Und da habe ich mal eine Auswahl genommen. Und die werden wir benchmarken und natürlich auch im direkten Vergleich mit meiner alten Grafikkarte, der RTX 2080 Ti, mal schauen, wie viel schneller denn dieses sündhaft teure Teil ist. Ja, bei mir geht es alles zum Thema VR und AR. Danke an meine Sponsoren, Woodghost VR, Oppermann Events, Peter Wasmeier, Andi de Pfälzer VR Ambassador, Alphablend Interactive und Virtual Escape. Viel Spaß mit dem Video und los geht's! Voodoo.de. We'll be right back.
Ja, ich hoffe, das war interessant für euch. Das ist natürlich immer eine ganz, ganz schwierige Sache, diese beiden Bilder zu synchronisieren. Ganz schafft man das fast nicht. Ich war stets bemüht und hab das wirklich parallel gehalten. Du musst ja den Kopf dann auch noch gleich bewegen, um Gottes Willen. So, wir haben also hier den Vergleich zwischen der 2080 Ti und der RTX 3090. Mein erster Eindruck ist sehr positiv, muss ich sagen. Also, du merkst halt schon krass den Unterschied, ja, bei den meisten Spielen. Das ist schon so stark flüssiger als bei der 2080 Ti. Und ich habe die jetzt wirklich bis zum bitteren Ende ausgereizt. Das erste Spiel ist ein schlechtes Beispiel. Half-Life Alyx läuft halt immer flüssig. Da kannst du machen, was du willst. Ihr seht das hier. Ich habe die SteamVR-Settings immer auf 200% gemacht. Motion Smoothing, also habe ich auf ausgeschaltet und alle Settings aufs Maximum geschraubt, ja. Also es sind schon wirklich hohe Einstellungen. Wir haben halt mit beiden Karten immer die 90 FPS. Also das bringt halt einfach nichts, ne. Deswegen war das ein bisschen für die Cuts der Test. Man sieht, dass die Reprojection auf 0 ist bei der RTX 3090. Das ist ganz gut, aber naja. Asgard's Wrath. Und hier merkst du halt dann doch schon zum ersten Mal was. Und zwar schafft es die RTX 3090 bei den allerhöchsten Settings, und zwar Epic, immer die 90 FPS zu halten. Immer. Ja, und das ist schon geil. Das ist schon, das sieht schon geil aus und super. Ihr seht auch, Reprojection Ratio ist 0,1% und bei der RTX 2080 haben wir hier schon 24%. Ne? Also ihr seht auch, die GPU ist bei 64% nur ausgelastet und die 2080 Ti hat hier 94. Also das ist schon, bei Asgard's Wrath ist das schon geil, muss man schon sagen. Dann Digital Combat Simulator. Da
habe ich jetzt keinen Unterschied gemerkt. Das liegt halt einfach daran, dass das Spiel die FPS auf 45 limitiert, weil die 90 nicht erreicht werden bei beiden Grafikkarten leider. Ne? Bei der RTX 2080 Ti geht es auch oft unter die 45, ja, also das habe ich auch gemerkt. Ihr seht auch, wir haben hier Average nicht 45. Und bei der RTX 3090 habt ihr aber dann immer wirklich die 45 FPS, die schafft ihr immer. Wenn ihr die Settings ein bisschen runter nehmt, also nicht aufs Maximum, so wie ich das hier gemacht habe, dann schafft ihr auch die 90 FPS durchgehend mit der RTX 3090. Dann haben wir Elite Dangerous und hier rockt die. Hier rockt die wirklich. Also Elite Dangerous, das ist so flüssig. Ihr seht, Average FPS waren hier wirklich 80 und die bei der RTX 2080 Ti schraubt er das definitiv immer auf 45 runter. Das ist halt diese Begrenzung für die Reprojection und so. Ich habe auf Ultra stehen, ne? Elite Dangerous auf Ultra und das läuft super mit der RTX 3090. Das hat richtig Bock gemacht, muss man sagen. Skyrim VR, da habe ich natürlich die dynamische Auflösung ausgestellt, sonst macht ein Benchmark keinen Sinn. Habe die Settings alle aufs Maximum, also auf High. Und hier schafft die RTX 3090 eine durchschnittliche FPS von ca. 82 Bildern pro Sekunde, was schön spielbar ist, was richtig Bock macht. Und hier seht ihr bei der 2080 Ti, schraubt ihr das wieder auf die 45 FPS runter. Das merkt man dann halt auch schon. Ne? Also hier auch super bei Skyrim VR. Das kannst du so geil damit zocken, das läuft so butterweich. Toll. Und das ist der OpenVR Benchmark mit dem Spiel Cube VR. Und ja, also der ist natürlich, das ist natürlich ein Benchmark, der die Grafikkarte komplett auslastet. Und hier seht ihr auch einen ordentlichen Anstieg. Wir haben bei der RTX 2080 Ti 23 Bilder pro Sekunde und bei der RTX 3090 33 Bilder pro Sekunde. Ne? Also das ist dann doch schon ein ordentlicher Unterschied auch. Beides natürlich, sagen wir, wenn das jetzt ein Spiel wäre, unspielbar, aber es ist ja ein Benchmark, um das vergleichen zu können. Die Settings habe ich in dem Programm auf 200% gelassen, um wirklich dann auch die Grafikkarten volles Rohr auszunutzen, auszulasten. Dann habe ich hier No Man's Sky VR. Das stresst die RTX 2080 Ti so hart auf den Ultra-Settings. Ihr seht, wir haben eine durchschnittliche FPS von 32, aber auch die RTX 3090, die geht da komplett ans Limit. Da hast du nur noch 42. Krass, oder? Also das Spiel, das killt schon auf den Ultra-Settings die beide Grafikkarten, aber auch hier die RTX 3090 wieder ungefähr 10 Bilder pro Sekunde mehr. Fallout 4 VR, da geht die richtig ab. Ne, also da habe ich auch alle Settings aufs Maximum gestellt und die RTX 3090, die rockt hier, die schafft fast durchgängig bei diesem Spiel, was ja doch schon sehr hardware-lastig ist, fast die 90 FPS immer. Ja, und hier die RTX 2080 Ti nur die 56, also das ist schon krass. Hier bei Project Cars 3 kann man sagen, dass die RTX 3090 nicht durchgehend die 90 FPS schafft. Da habt ihr wieder diese Begrenzung auf 45. Das ist leider so, ich konnte das nicht ändern, das auszustellen. Aber auch hier die RTX 2080 Ti, die geht da auch noch drunter. Also hier habt ihr wirklich immer die 45. Wenn ihr das ein bisschen runterstellt, also nicht auf Maximum, sondern ein bisschen runter, dann schafft er die 90 FPS auch durchgehend, die RTX 3090. Und dann natürlich Assetto Corsa Competizione, das killt alles. Das killt einfach alles. Die 2080 Ti, die raucht dir quasi ab. Ich habe VR Epics Settings genommen. Das ist wirklich das Ultimative in VR. Und ihr seht hier, die Reprojection Ratio ist bei 78% bei der RTX 2080 Ti. Und wir schaffen noch nicht mal durchgehend 30 FPS. Und bei der RTX 3090 schaffen wir ungefähr 43 FPS. Ihr seht also, das ist alles krass. Das waren die Spiele, die ich euch gezeigt habe. Jetzt ist natürlich die Frage, lohnt sich das alles? Ich sag mal so, im Preis-Leistungs-Verhältnis ist das natürlich der absolute Overkill. Das ist natürlich, ja, es ist natürlich Quatsch. Die ist natürlich so teuer. Also ich habe jetzt für diese MSI, das ist ja eine overclockte Grafikkarte, die Ventus 3X RTX 3090, habe ich 1.700 € bezahlt.
Ne, das ist natürlich in keinem Verhältnis mehr. Dazu muss ich aber persönlich sagen, ich bin halt so ein verrückter Grafikkarten-Nerd. Seit ich klein bin, selbst wenn es völliger Schwachsinn ist, ich will halt immer die beste Grafikkarte haben. Das ist so ein Tick von mir. Es tut mir auch wirklich leid, aber das ist halt nun mal so. Das wird auch immer so bleiben. Und deswegen, bei mir geht es um jeden FPS. Und wenn ihr so ein verrückter Freak seid wie ich und halt einfach das Geilste haben wollt, das flüssigste Erlebnis, auch wenn es preis-leistungstechnisch völlig für die Katz ist, dann kann ich dir euch wirklich empfehlen, dass das Ding rockt, wirklich. Das merkst du an allen Ecken und Enden, dass das viel weicher läuft, wirklich. Also kein Scheiß. Inwiefern das jetzt natürlich zur RTX 3080 ein Unterschied ist, kann ich nicht sagen, weil ich habe keine 3080 bekommen. Ne, die ist halt überall ausverkauft. Die 90er auch im Moment, zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video mache. Aber in meinen Augen, also der Unterschied zur 2080 Ti ist wirklich sehr, sehr, sehr stark spürbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat mir Spaß gemacht und ich werde die auch behalten. Ich werde die definitiv behalten. Und es wird auch noch ein Video geben, wo ich die RTX 3090 in einem SLI-Verbund, ich habe nämlich zwei davon gekauft, weil ich zwei verschiedene Rechner habe. Keine Angst, ich bin nicht so verrückt und habe die beide in einem Rechner, weil das SLI nur von ganz wenigen Spielen unterstützt wird. Das mache ich nur zum Test und danach tue ich das in meine beiden Rechner. Ich habe ja einen Rechner zum Zocken und einen zum Schneiden. Und da werde ich dann die beiden dann drin lassen. Aber SLI werde ich auch testen. Also Leute, wenn euch das gefällt, dass ich diese ganzen verrückten Sachen für euch teste, dann wäre es cool, wenn ihr mich supportet und diese Grafikkarten über meine Links kauft, die ihr unter dem Video findet. Leider sind die relativ oft im Moment ausverkauft, aber schaut einfach mal, was ihr da findet. Geht über meinen Amazon-Link oder supportet mich via Patreon. Ab einem Dollar im Monat kriegt ihr hinter den Kulissen-Videos und eine Spezialrolle auf meinem Discord, VR-Discord, den ihr unter der Beschreibung, genau in der Beschreibung findet. Das wäre cool. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal in der virtuellen Realität. Haut rein. Ciao.